Auf ihrer Reise sind die drei Weisen aus dem Morgenland bei König Herodes angekommen. Mitten in Jerusalem, das sich als kreisförmiges Szenario in der südlich gelegenen Kuppel des Westwerkes dargestellt findet. Ihr Weg führt sie zu einem König, der sich in Frage gestellt weiß, durch einen anderen neugeborenen König, von dem ihm die Weisen aus dem Morgenland berichten. Finstere, negative Gedanken kommen König Herodes auf. Er trachtet danach, einen Konkurrenten auszuschalten. Die Negativität seiner Gedanken zeigt ein Dämon an, der über dem Haupt des König Herodes dargestellt ist. Ein Bruchstück aus dem Westwerk illustriert ein Detail des Kindermordes zu Bethlehem, jene Aktion, mit der das Matthäusevangelium den Gedanken des Herodes wiedergibt, seinen Konkurrenten Jesus auszuschalten, wenn er alle Kleinstkinder eliminiert. Wie werden sich die drei Weisen entscheiden? Für den Hof des König Herodes? Oder gehen sie andere Wege? Bei ihrer Entscheidung, mit Herodes gemeinsame Sache zu machen oder einen anderen Weg zu gehen, erfahren die drei Weisen aus dem Morgenland Hilfe. Gott sendet ihnen einen Engel, einen Boten Gottes, behutsam im Traum, der sie davon abhält, mit Herodes gemeinsame Sache zu machen. Die drei Magier machen nicht gemeinsame Sache mit König Herodes. Sie folgen dem Stern weiter. Und so kommen sie zu Maria mit ihrem Kind, dem sie huldigen, dem sie Geschenke darbringen. Aus den suchenden Menschen werden anbetende Menschen. Menschen, die Jesus nicht kannten, kennen ihn jetzt. Spannend bleibt es allemal. Wie geht ihr Weg weiter? Benedictus Dominus Deus Israel, quia visita mine fecit redactionem plebe suae, et erexit cordo salutis nobis, in nomo nomi tueri sui. In der nördlichen Kuppel des Westwerkes leuchten fragmentarisch zwei Reiter auf. Sie sind sichtbar für die drei Weisen, für ihren Weg zurück
an die Orte, an die Städte, wo sie hergekommen sind. Letztlich haben wir kein biblisches Dokument, wie ihr Leben weiter verlaufen ist. Das bleibt das Spannende. Was passiert, wenn man Jesus begegnet? Was passiert, wenn man einen Stern folgt? Ein reicher Legendenkranz versuchte darauf Antworten zu finden. Gasthäuser mit den Namen der drei Könige, der heiligen drei Könige und ähnliche Namen erinnern daran, wie sehr diese drei Menschen andere Menschen bewegt haben in ihrer Suche nach Gott. Gott suche, das ist auch das große Thema der Mönche der Benediktiner. Für den heiligen Benedikt ist es das Kriterium schlechthin bei der Aufnahme, ob jemand bereit ist, Gott zu suchen. Kann das nicht auch heißen, geistig wendig zu bleiben, im Herzen offen für Neues, für Ankommendes, religiös, spirituell, intellektuell, in den Lebensplanungen? Die drei haben sich aufgemacht. Sie haben sich nicht fangen lassen von König Herodes und seinem Lebensentwurf der Macht, der Brutalität.